Flucht und Vertreibung war das zentrale Thema des Sternsinger-Tages 2013 im Bistum Limburg. Etwa 1400 Kinder kamen aus dem gesamten Bistum in die Domstadt Limburg. Damit es genügend Platz für alle Sternsinger gab, feierte Pfarrer Friedhelm Meuth mit 500 Kindern in der Stadtkirche, während weitere 700 Kinder im Dom mit diözesanen Jugendpfarrer Joachim Braun feierten. Danach zogen die Kinder durch die engen Gassen der Altstadt in die Stadthalle. Hier veranschaulichten Schülerinnen der Marienschule mit einem kleinen Theaterstück, was es heißt, vertrieben und auf der Flucht zu sein. Der Jugendmigrationsdienst der Caritas stellte sich vor und erklärte, wie jugendlichen Flüchtlingen vor Ort geholfen wird. Die 18-jährige Sarah, die ohne ihre Eltern aus Afghanistan kam, hat dabei ganz einfache Wünsche für ihr Leben in Deutschland. Ich möchte einen guten Beruf finden, dass ich in diesem Land, das mir so viele Möglichkeiten gegeben hat, etwas zu geben. Aufgrund der andauernden Verunsicherung im Bistum Limburg versicherte Pfarrer Braun am Ende der Veranstaltung: Die Sternsinger-Gelder kommen zu 100% an. Da bleibt nichts in den Gemeinden und auch nichts im Bistum Limburg. Wer Fragen zu der mit dem deutschen Spendensiegel ausgezeichneten Sternsinger-Aktion hat, kann auf www.sternsinger.de nachlesen, was genau mit den Geldern passiert.